Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu endlich mal wieder einer Episode von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes. In dieser Episode spielen wir Geonosis Macht der Separatisten Phase 4 von 4 und versuchen noch ein paar Sternchen zu retten. In der Flotte können wir noch einen Kampf machen, hier die Watambo-Mission und dann hier noch zwei Kämpfe für die dunkle Seite. Das möchte ich alles gerne in dieser Episode mit euch machen. Außerdem werden wir ganz kurz darüber sprechen, wo ich abgeblieben bin die letzten Tage, beziehungsweise Wochen und dann seht ihr hier den Rahmen von meinem Lieblings-Android-Emulator BlueStacks. Das bedeutet, wir spielen wie immer am PC und ihr könnt das Ganze auch tun, wenn ihr unten in der Videobeschreibung auf den allerersten Link klickt und den Emulator herunterladet, um es selbst mal zu probieren. So, wir springen rein in die Action. Ja, hier oben klicken wir zuerst drauf, machen einen Flottenkampf, einen Flottenkampf hier und wir machen mal ganz kurz hier die Dinger raus und packen mal das Ding hier rein, zusammen mit, ich würde mal sagen, dem da und von mir aus noch dem da, der kann von mir aus auch noch mit rein, starten wir nur mit Tanks und packen dann hier die anderen noch mit rein, die anderen Separatisten und zu guter Letzt würde ich mal sagen, nehmen wir noch den guten, den Vater mit. Eigentlich sollte der hier ja noch ganz gut sein, weil es ja ein Droide ist. Das Problem ist halt nur, ich habe den noch nicht ausgebaut. Das werde ich aber noch tun, ich werde an ihm arbeiten. Vorher packen wir noch Vader mit rein und dann starten wir mal hier mit Grievous als Anführer diesen Flottenkampf. Ja, die Sache ist die. Es sind Dinge in meinem Privatleben passiert und ich will jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht großartig darüber reden, was genau passiert ist. Also nicht, ich will nicht alles verraten, aber ich denke, ich bin es euch schuldig, zumindest mal ein bisschen was zu erzählen, was denn so los war. Denn ich glaube, das bin ich euch ein bisschen schuldig, weil ihr trotzdem mich weiter unterstützt habt und trotzdem immer da seid und so. Die Sache ist die, also es sind Dinge passiert in meinem Privatleben, Veränderungen sind eingetreten. Ich versuche es mal ein bisschen allgemein zu erklären. Veränderungen sind eingetreten und es gab auch tatsächlich einen Fall von gesundheitlichen Problemen. Glücklicherweise nicht direkt von mir oder meiner Familie, aber von Bekannten. Und all diese Dinge, also die Veränderungen in meinem Leben und eben dieser gesundheitliche Fall, der eingetreten ist und der hängt tatsächlich mit Corona zusammen, haben mich ein wenig runtergerissen und ich habe mich tatsächlich nicht danach gefühlt, Videos aufzunehmen. Also es ist so, normalerweise, wenn ich keine Videos aufnehme, liegt es meistens daran, dass ich irgendwie beschäftigt bin oder so, ja, dass ich viel zu tun habe und einfach keine Zeit habe, Videos aufzunehmen. Das ist meistens der Fall. Aber die letzten Wochen war es tatsächlich so, dass ich mich mental nicht in der Lage gefühlt habe, Videos aufzunehmen. Denn ihr wisst, ich bin normalerweise ein sehr gut gelaunter Mensch, wenn ich Videos aufnehme und ich versuche das Ganze auch weiterzugeben. Also ich spiele meine gute Laune nicht vor. Ich bin tatsächlich gut drauf, die meiste Zeit. Aber und auch wenn ich mal nicht ganz so gut drauf bin, schaffe ich es trotzdem, Videos aufzunehmen. Aber die letzten Ereignisse haben mich mental so mitgenommen, dass ich einfach mich nicht danach gefühlt habe, mich jetzt hier zu setzen und einen auf gute Laune zu machen, das Ganze nur vorzuspielen. Deswegen habe ich mich einfach mal auf eure Geduld verlassen, dass ihr mir das verzeiht, dass ich einfach mich nicht danach fühle, Videos aufzunehmen. Einige von euch haben mir wundervolle Kommentare geschrieben und gesagt, hey, wenn ich jemanden zum Reden brauche, dann seid ihr da. Unter anderem der gute Richie. Vielen lieben Dank nochmal, Richie, an dich, dass du mir das geschrieben hast. Ich weiß, dass ich einigen von euch über eine schwere Zeit hinweg geholfen habe, weil ihr mir Kommentare geschrieben habt, allein durch meine Videos. Und das ist auch der Grund, warum ich YouTube-Videos mache, weil ich, oder auch Streams mache. Weil es gab schon einmal eine Zeit vor über 10 Jahren, in denen es mir nicht so gut ging. Und da haben mir die Videos vom guten Gronkh sehr geholfen und auch von vielen anderen YouTubern, englische YouTuber, die heute keine Relevanz mehr haben, weil die heute nicht mehr aktiv sind. Und ihr seht hier, ich nehme auf, um fast 22 Uhr nehme ich diese Episode auf. Und den League of Legends Client habe ich auch nebenbei auf, weil ich mich nebenbei noch ein bisschen mit League of Legends beschäftigt habe. Ja, es sind alles, das sind so Dinge, die mich halt so nebenbei auch noch ein bisschen, also mit denen ich mich noch nebenbei beschäftigt habe. Jedenfalls, ich weiß, was für einen Effekt es haben kann, dass wenn jemand gut gelaunt YouTube-Videos macht oder eben Livestreams macht oder sowas in der Art und
diese, und man schaut sich eben als jemand, der betroffen ist, als jemand, der sich vielleicht gerade nicht so gut fühlt, schaut sich diese Videos an. Das kann schon echt helfen, jemanden wieder mental so ein bisschen aufzubauen. Und normalerweise bin ich mit meinen Videos derjenige, der andere mental aufbaut. Wisst ihr, was ich meine? Allerdings habe ich mich gerade nicht so danach gefühlt, Leute mental aufzubauen, weil ich eigentlich mentalen Aufbau gebraucht habe. Was ich also getan habe, ist, ich habe mich ein bisschen aus dem Ganzen hier zurückgezogen und habe dann selbst mir Videos angeschaut, also auf YouTube Videos angeschaut, beziehungsweise Livestreams geschaut. Ich habe Livestreams geschaut vom zu League of Legends und habe mit einem guten Freund zusammen League of Legends gespielt. Er weiß nicht, in welcher Situation ich mich befinde, also dass es mir nicht so gut ging. Ich habe versucht, es nicht so durchscheinen zu lassen, weil ich ihn nicht damit belasten wollte. Aber es hat mir trotzdem sehr geholfen, mit ihm zusammen League of Legends zu spielen und auch die Livestreams zu schauen. Für die, die es interessiert, auf Twitch TV gibt es einen, der heißt Tobias Fate, also Tobias Fate, wie das Schicksal, F-A-T-E, ne? Tobias F-A-T-E. Vielleicht kennt ihr den, ich weiß nicht so genau, für die Leute unter euch, die League of Legends kennen. Die Livestreams von ihm habe ich mir angeschaut und ich habe mich halt einfach mehr oder weniger um mich selbst kümmern müssen, kümmern wollen. Wisst ihr, was ich meine? Und ich merke, dass es mir langsam wieder ein bisschen besser geht, deswegen fühle ich mich jetzt stark genug, einfach mit euch gemeinsam über das zu sprechen. Erst einmal, und vielleicht werde ich irgendwann mal die komplette Geschichte erzählen, aber das ist halt das, was eben so die letzten Tage, was mich halt die letzten Tage so beschäftigt hat. Also praktisch Situationen für um mich herum und die haben halt eben einen krassen Effekt auf mich gehabt. Wisst ihr, was ich meine? Ich denke, der ein oder andere, der schon mal in einer ähnlichen Situation war, der wird das Ganze kennen und vielleicht auch ein bisschen Verständnis haben dafür. Es soll auch jetzt kein negativer Livestream sein, irgendeiner Art und Weise, sondern ihr merkt ja, ich versuche, was ich damit sagen will, ist, ich möchte mich bei euch bedanken. Also einfach für eure Geduld, dass ihr da wart, dass ihr mir nette Kommentare geschrieben habt und so, das hat mir sehr geholfen. Und macht euch keine Sorgen, also ich werde nicht von YouTube verschwinden. YouTube selbst ist mir viel, viel, viel zu wichtig und es macht mir viel zu viel Spaß. Nur, es ist halt so, wenn halt Dinge passieren, wie die Dinge, die ich jetzt erlebt habe in den letzten paar Wochen, dann muss selbst ich auch nicht mal kurz zurückziehen, mal sagen, Leute, ich bin mal kurz raus und muss mich erst mal ein bisschen erholen. Aber es wird besser, also wir werden auch wieder regelmäßig Videos machen, es kommen auch Videos zu Marvel wieder, Future Fight und auch Marvel Sturm der Superhelden funktioniert ja auch wieder auf BlueStacks, das heißt auch dazu kann ich wieder Videos machen, für den Fall, dass ihr das vermisst. Und also ihr wisst, ihr kennt die Strategie hier, ne? Wir greifen immer den Heiler an und die Haupt-Damage-Dealer versuchen wir hier mit Fähigkeitenblockade zu belegen, dass die nicht angreifen können. Zum Beispiel hier habe ich jetzt gerade verkackt, auf gut Deutsch gesagt, seht ihr, deswegen ist doch gerade hier unser Freund draufgegangen. Wir haben ihn mit Fähigkeitenblockade belegt, das ist super, jetzt machen wir Fähigkeitenblockade auf ihn wieder. Und dann hauen wir bei den Heiler weg, ich mache ganz kurz das hier. So, sehr gut. Wir wollen ja Vatambo später ermöglichen für unser Team, für unsere Allianz, für unsere Gilde. Hoffentlich klappt das auch alles so, wie ich mir das vorstelle. Jetzt machen wir Mace Windu platt, weil der auch mit Fähigkeitenblockade noch gefährlich ist. Kann ich hier ausschalten hiermit? Und zack. Ah nein, es hat nicht ganz gereicht, aber wurde trotzdem glücklicherweise mit Fähigkeitenblockade belegt. Sehr gut. Müsst aufpassen, dass er hier nicht drauf geht. Also machen wir als nächstes Mace Windu platt. Ich mache ganz kurz hier einen Angriff auf alle. So, sehr schön. Zack, Mace ist platt. Und dann machen wir ihn noch platt hier. Und super, zumindest Fähigkeitenblockade. Den Tank nehmen wir sein Provozieren und seinen Gegenangriff. Ihr habt mir auch generell viele Kommentare geschrieben. Ihr habt auch gemerkt, normalerweise beantworte ich alle Kommentare. Ich habe mich ziemlich zurückgezogen, was das Beantworten von Kommentaren angeht, eben aus genannten Gründen. Also verzeiht mir bitte, ich habe alle eure Kommentare gelesen. Ich lese immer alle eure Kommentare. Ich kann gar nicht anders, weil wenn ihr mir Kommentare schreibt, kriege ich eine Push-Nachricht auf mein Handy. Ich habe es schon mal erklärt, durch die YouTube Studios App. Das heißt also, schreibt ruhig Kommentare, ich lese die alle. Nur, ich habe mich auch eben nicht danach gefühlt, Kommentare zu beantworten. Das ist einfach auch das Ding gewesen. Jetzt mal ganz kurz Konzentration. Gucken, wen machen wir platt? Der hier sollte zuerst sterben, der Commander. Und der hier auch. Also wir haben einige Gegner, die zuerst sterben sollten. Wir machen erstmal das hier. Dann versuchen wir, den hier mit Fähigkeitenblockade zu belegen. Das hat funktioniert sehr gut. Den hier wollen wir ebenfalls mit Fähigkeitenblockade belegen. Wunderbar. Und dann arbeiten wir am Commander. Der zuerst sterben sollte. Und der hier muss immer mit Fähigkeitenblockade belegt sein. Ihr seht, Fähigkeitenblockade ist ganz wichtig, also greifen wir erstmal ihn hier an. So, Fähigkeitenblockade hat funktioniert. Auf ihm muss auch Fähigkeitenblockade sein, damit er nicht
Flächenschaden macht. Jetzt greifen wir den Commander an, damit der zuerst stirbt, weil der ja die Einheiten alle bufft, ne, wisst ihr? So, sehr gut. Okay, die beiden waren dran. Jetzt geht es wieder darum, ihn mit Fähigkeitenblockade zu belegen. Sobald die alle dran waren. Der ist auch gefährlich, wie ihr gerade gesehen habt, weil er auch Flächenschaden macht. Aber es ist zu vernachlässigen. Okay, sehr gut. Bei dem hat es funktioniert. Können wir vielleicht ihn hier bursten? Jawohl, sehr gut. Das ist ja schon mal weg. Eine Last weniger, um die wir uns kümmern müssen. Wieder auf ihn hier Fähigkeitenblockade. Wunderbar. Jetzt greifen wir ihn hier an. Er musste erst einmal mit Zähigkeitssenkung belegt werden. Und jetzt kann es funktionieren. Wir heilen uns mal ganz kurz hier. So, sehr schön. Können wir ihn ausschalten? Ich schicke mal ganz kurz Blut Alpha vor. Super klasse, das hat funktioniert. Jetzt kümmern wir uns wieder um ihn hier. Wir machen mal ganz kurz einen fetten Schwarmangriff. So. Super. Haben ihn schon mal gut geschwächt. Schwächen nochmal alle. Und damit ist der auch down. Sehr schön. Jetzt versuchen wir ihn hier mit Fähigkeitenblockade zu belegen. Ganz einfach deswegen, damit er nicht nochmal seinen fetten Schwarmangriff, seinen fetten Flächenschaden macht. Und er wurde sogar besiegt. Superklasse. Jetzt kümmern wir uns um sie. Sie kontert, das ist aber okay. Und sie heilt, aber das ist auch in Ordnung. Sie ist mit Fähigkeitenblockade belegt, aber sie geht doch relativ schnell down, ne? Die gute Isla Secura, ich mag Isla. Also als Charakter in Star Wars. Einer meiner Lieblings-Star Wars Jedi. Und wir haben es geschafft. Super. So. Also, ich hab mich danach gefühlt, dass ich euch zumindest mal eine Antwort schuldig bin, wo ich geblieben bin die ganze Zeit, weil ihr mich auch weiter unterstützt habt, weil ihr mir so viele Kommentare geschrieben habt, weil ihr einfach da wart, Freunde. Also vielen lieben Dank dafür. Und auch wenn ich mich mit manchen Leuten nicht unterhalten habe, die es mir angeboten haben, wie Richie. Also ich habe jetzt mit dem guten Richie zum Beispiel, der hat gesagt, ich kann gerne mit ihm sprechen. Ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber trotzdem hat es mir einfach geholfen. Also für alle unter euch, die mir das angeboten haben, es hat mir auf jeden Fall geholfen, dass ihr gesagt habt, dass ihr da seid. Ja, einfach, dass ihr gesagt habt, dass ihr da seid. Wenn ich jemanden zum Reden bräuchte, wüsste ich, dass ich mich auf euch verlassen kann, dass ich mit euch reden kann. Und allein das hat mir schon sehr geholfen, diesen Rückhalt. Wisst ihr, einfach zu wissen, dass man nicht alleine ist und dass ihr trotzdem da seid und ihr trotzdem nicht böse seid, wenn ich mal ein Weilchen keine Videos mache und so. Ihr habt das schon gemerkt, ich bin ja meistens so, wie soll ich sagen, so on-off bin ich da. Ja, also ich habe da manchmal beruflich ein bisschen viel zu tun. Weil ich bin leider kein Vollzeit-YouTuber. Ich wäre gerne Vollzeit-YouTuber, ich bin's aber nicht. Und dementsprechend kann ich nicht so viel und so oft da sein auf YouTube, wie ich das gerne möchte. Deswegen gibt's eben Tage, an denen ich sehr aktiv bin. Und dann gibt es wiederum die Tage, an denen ich nicht so aktiv bin. Und ihr merkt schon, wenn die Tage, an denen ich sehr aktiv bin, da kommen da manchmal 2, 3, 4 Videos am Stück oder so. Und oder an einem Tag, manchmal kommen sehr viele Videos an einem Tag. Und manchmal gibt es dann eben auch so, also das sind so Intervalle, ne? Wisst ihr, mal so 1, 2 Monate, in denen ich jeden Tag 2, 3 Videos mache oder so. Und dann mal so 1, 2 Monate, in denen ich fast gar keine Videos mache. Das ist eben so, ne? Das hängt eben einfach damit zusammen, wie ich Zeit habe. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich einfach keinen Bock habe auf euch oder auf das Spiel oder so, sondern es hängt einfach eben damit zusammen, wie das halt nun mal so ist. Für mich. Und ich hatte ja erst mehr oder weniger ein Intervall, in dem ich nicht so aktiv war. Ganz besonders in Galaxy of Heroes. Das hing halt damit zusammen, dass mir Galaxy of Heroes keinen Spaß gemacht hat. Dann kam mein Comeback. Und dann war ich glücklicherweise, ups, das war nicht so gut, war ich glücklicherweise ja mehr oder weniger wieder zurück, aber dann kamen halt eben Schicksalsschläge und die haben mich halt mental eben sehr mitgenommen. Ja, zumindest kann ich euch sagen, dass es eben mehr oder weniger ein mentales Problem war, aber ihr müsst euch keine Sorgen machen in dem Sinne, dass ich mit YouTube aufhöre, dass ich länger wegbleibe oder so, sondern es geht jetzt wieder mehr oder weniger ganz normal weiter. Ich bin auch mehr oder weniger im Erholungsprozess, aber das wird schon, Freunde, das wird schon. So, wir greifen sie hier an. Den Heiler würde ich auch gerne platt machen, aber Patten ist gefährlich, deswegen versuchen wir mal sie zuerst zu bursten hier mit. Wir müssen ihn angreifen jetzt, der wurde markiert. Hey, das passt schon. Wir greifen Patman. Nehmen wir ihre Buffs. Perfekt. Und versuchen sie mal zuerst zu killen. Wir machen mal hier so die Buffs auf alle. Wieder hier das auf Patma. Das hier ebenfalls auf alle. Sehr schön. Müssen ihn angreifen. Der stirbt aber relativ schnell jetzt. Machen Schaden auf alle. Das könnte auch Patma gleich mitkillen. Superklasse. Jetzt können wir uns um den Heiler kümmern hier. Der hat auch nicht mehr viel zu melden. Jetzt, der kann Patma zwar wiederbeleben, aber das würde mich nicht stören, wenn er sie wiederbelebt. So, Schock. Superklasse. Ah, der kann sie nicht mal wiederbeleben, stimmt ja. Also, hier, ne, hier. Verzieh dich! So, dann machen wir ihn hier platt.
Und nur noch Aimar Gandai ist da. Der hat ja schon seinen Namen drin. Der weiß schon, dass er sterben wird. Ne? Aimar Gandai. Also manche sagen Aimar Gundi oder so. Oder Aimar Gundi. Aber er heißt tatsächlich Aimar Gandai. Und das ist ein Wortspiel, das sich die Amis haben einfallen lassen, als sie den Charakter erschaffen haben. Weil die wussten, dass der Charakter in der Episode stirbt, in der er auftaucht. Und Aimar Gandai klingt so ähnlich wie I'm gonna die. Und I'm gonna die bedeutet, ich werde sterben. Auf Englisch, ja. Also, und deswegen heißt der Charakter Aimar Gandai. Ist tatsächlich ein witziges Wortspiel. Da hatten die Macher Humor. Also die Macher in Clone Wars haben ja generell Humor. So, na gut. Wir greifen hier an. Wir müssen... Fives, Anakin ist gefährlich. Das sind viele gefährliche Charaktere. Mach erstmal Anakin Blatt. Greifen wir aber alle an. Sehr schön. Da sind schon die Granaten, okay. Granaten waren glücklicherweise nicht so stark, wie ich befürchtet habe. Wir machen mal ganz kurz das hier auf Anakin wieder, saugen nochmal, dann ist Anakin platt. Schwächen die immer alle, so, wunderbar, und greifen dann alle an. Damit verlieren die ihren Furchteffekt. Der hier wurde markiert, okay, Anakin wurde wiederbelebt, das ist in Ordnung. Der geht ja auch relativ schnell wieder drauf. So, wir müssen jetzt hier saugen. Machen wir das so ganz schnell, heilen dadurch Malak wieder. Mit Reva müssen wir uns glücklicherweise keine Sorgen machen, also mit diesem Team hier. Sehr schön. Schocken wir Anakin. Das kennt er ja schon. Okay. Und dann schocken wir immer alle. Wunderbar. Müsste jetzt Fives angreifen. Oh, das war großer Schaden. Aber glücklicherweise auf Malak, der sich auch gleich wieder hochgeheilt hat. Und der ist down. Sehr schön. Dann noch auf ihn hier. Superklasse. Ja. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Dann machen wir noch einen weiteren Kampf. Und den machen wir dann mit den Separatisten. Denke ich doch mal, oder? Wollen wir mit den Separatisten kämpfen? Moment, kann ich eigentlich hier? Habe ich da schon stationiert? Ich habe hier stationiert, sehr gut. Ich will hier noch nicht stationieren. Machen wir doch den nächsten Kampf hier. Und ich würde mal sagen, wir spielen mit den Separatisten. Wir nehmen Grievous mit. Ich gehe mal ganz kurz hier auf Separatisten. So. Genau, sehr gut. Also entschuldigt bitte, wenn ich eure, wenn ich eure Kommentare nicht alle komplett beantwortet habe. Ich würde mal, nehmen wir mal den mit, nehmen wir mal die kompletten Separatisten-Druiden, würde ich sagen. Genau, warum eigentlich nicht? Nehmen wir die mit. So, versuchen wir es mal. Ja, also wenn ich eure Kommentare alle nicht komplett beantwortet habe, bitte verzeiht, Freunde, ich habe auf jeden Fall alle gelesen und, schreibt gerne nochmal Kommentare unter dieses Video, wenn ihr noch, wenn ihr möchtet oder, beziehungsweise, ja genau, ich kann die auch nachträglich noch beantworten, alle. So. Aber ich glaube, es war jetzt nichts dabei, was unbedingt eine Antwort benötigt hätte. Die meisten Kommentare, von denen ich mir gedacht habe, dass die unbedingt eine Antwort benötigen, habe ich, glaube ich, auch beantwortet. Und mit der Allianz, um die Allianz werden wir uns auch noch kümmern, nach und nach. So, wir heilen unseren Tank. Ah, Mist, der ist draufgegangen, schade. Schicken wir mal hier Grievous vor und killen den. Oh, das war wohl nichts. Die sterben alle schon früher. Grievous ist einfach zu mächtig. Können wir sie killen? Perfekt, sehr gut. Wir brauchen ja diese Separatisten-Zugehörigkeit, eine Separatisten-Loyalität. Regeneriere die I nochmal hier. Sehr schön. Normaler Angriff. Und der ist auch down. Wunderbar. Wir hätten noch was Trauma mitnehmen können und so, aber ich glaube, die Druiden schaffen das auch so. Es müssen einfach in Macht der Separatisten ein paar Separatisten gespielt werden, meiner Meinung nach. So, Schaden auf alle. Sehr gut. Greifen wir hier an. Super. Machen wir ein Schutzschild. Der hier ist auch gefährlich. Wir regenerieren mal ihn hier. Ich würde gerne die ausschalten, die Flächenschaden machen, in erster Linie. Und dann den Heiler hier. Mal gucken, ob der stirbt. Ah, der ist schon vorher gestorben. Mann, 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 unsere Druiden sind einfach viel zu stark. Nehmen wir dem mal seine Buffs. Sehr schön. Regenerieren ihn nochmal. Super. So. Okay, Grievous kann angreifen. Er kriegt einfach keine Separatisten-Loyalität, weil die einfach durch die ganzen Flächenschaden schon vorher sterben. Das müssen wir in der nächsten Welle schaffen irgendwie. Hier Grievous vorzuschicken bringt nicht viel, die sterben sowieso. Deswegen hebe ich mir das auf für die nächste Runde, dass ich dann direkt Grievous vorschicken kann. Okay, der hier steckt ein bisschen mehr ein. Das heißt, wir werden auf den bearbeiten und Grievous vorschicken gleich mal hier. Superklasse. Und hier greifen wir ebenfalls mit Grievous an. Sehr gut. Machen Schaden auf alle. So. Normaler Angriff, das reicht hier an der Stelle. Guck mal, ob wir den betäuben können. Das hat nicht funktioniert. Aber regenerieren mal den B2-Druiden. Super. So, normaler Angriff. Grievous müsste jetzt eigentlich... Ah, er ist gestorben. Verdammt. Nein, ich wollte nicht angreifen. Oh, Grievous müsste Flächenschaden machen, wollte ich sagen. Genau, super. Hat immerhin noch einen gekillt. Der hat geheilt. Das ist sehr, sehr gut, dass er alle geheilt hat. Grievous kann jetzt ihn hier angreifen und killen. 4 Stück hat er. Wunderbar. Regenerieren wir mal
unseren Tank hier und schicken hier Grievous vor. Sollte ihn killen. Superklasse. 5 Stück haben wir immerhin. Ne, das erhöht ja auch den Schaden von Grievous. Und hier haben wir es jetzt mit Anakin zu tun und einem Ark. Und auch noch Padme. Oh je, oh je. Das wird übel. Greifen wir mit Grievous hier an. So. Kenobi. Wir nehmen mal alle Buffs und geben den Buff-Immunität. Dann regenerieren wir mal ihn ein klein wenig. Sehr schön. Wir sollten eigentlich Anakin zuerst auslöschen. Das ist nur ein bisschen schwierig gerade. Machen wir hier Schutzschild. Weil Kenobi ja die ganze Zeit, ne, provoziert. So. Wir können denen nochmal hier ihre Buffs nehmen. Superklasse. Aber Kenobi provoziert immer noch. Machen wir Schaden auf alle. Anakin macht großen Schaden. Kann ich ihn hier vielleicht ausschalten? Das wäre gut. Nein, leider nicht. So, aber jetzt wurde er ausgeschaltet. Perfekt. Als nächstes machen wir... Wir regenerieren ihn mal hier, weil er ja provoziert, ne, und den ganzen Damage von Anakin abbekommt. Sehr schön. Okay, nehmen wir denen hier ihre Buffs. Wunderbar. Soll er ruhig ihn angreifen, das passt schon. Jetzt schicken wir hier Grievous vor. Der kann Anakin killen. Ah, es hat nicht funktioniert. Schade. Der kriegt nämlich noch diese Bonus-Buffs von Padme. Ah, jetzt ist er down. Sehr schön. Und dann würde ich mal sagen, wir greifen hier Padme an. Super. Können wir ihn heilen? Den Tank, sehr gut. Als nächstes kümmern wir uns um den Ark-Soldier hier. Ihr seht, wir haben die volle Separatisten-Zugehörigkeit nicht gebraucht. Oh, Kenobi. Er hat Kenobi wiederbelebt. Oh, Grievous könnte Flächenschaden machen gleich. Das wäre richtig gut. Wir müssen nochmal Kenobi angreifen hier. Schaden auf alle. Sehr schön. Kümmern wir uns nochmal um ihn. So. Heilen mal ihn hier. Warum eigentlich nicht? Der hat so viele Debuffs. Und jetzt macht Grievous Flächenschaden. Boom, wunderbar. Alle weggepustet. Und damit haben wir es geschafft. Dann können wir gleich noch stationieren. Und haben immerhin mal noch den einen oder anderen Stern gesichert für unser Team. Und meine Allianz musste auch ganz schön leiden, Freunde. Unsere Allianz hier, oder unsere Gilde musste auch ganz schön leiden mit mir hier. Weil ich so inaktiv war. Ich habe kaum Tickets geholt und so ein Kram. Das ist echt übel. Also entschuldigt bitte, Freunde. Vielmals. Mindestens ein Stern Flotte. Was haben wir hier? Wat Tambor. Ich weiß gar nicht, ob es Sinn macht, die irgendwo zu stationieren. Ich glaube, es macht nicht wirklich Sinn, die irgendwo zu stationieren. Hier sind wir vielleicht ein bisschen näher dran. Ich stationiere mal hier einfach alles. So, alle auswählen, stationieren. Sehr gut. Es bringt wahrscheinlich sowieso nichts mehr, aber immerhin gab es ein bisschen Action. So, Freunde. Wir sind durch mit allen Kämpfen, glaube ich. Ich habe hier... Ach, hier ist gerade freigemacht worden. Okay, verstehe. Ich hätte also jetzt hier noch die Kämpfe machen können mit den Druiden. Und hier noch die Kämpfe... dunkle Seite-Einheiten, wahrscheinlich, oder? Hätte ich hier noch Kämpfe machen können? Ich weiß gar nicht so genau. Ich habe ja schon stationiert, also habe ich nichts mehr. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Wir hätten mehr Kämpfe machen können, aber was soll's. Ich bin jedenfalls froh, dass ich wieder zurück bin bei meinen Videos, Freunde. Ich weiß nicht so genau, was wir in der nächsten Episode machen. Ich habe ja gesehen, hier haben wir... Ups, da kriege ich noch eine Nachricht. Ich habe ja gesehen, wir haben hier... die Arena-Meisterschaft, wenn die vorbei ist, dann werden wir... Ich habe es mir so oft vorgenommen und trotzdem nie gemacht. Ich will auf jeden Fall mal die große Arena-Meisterschaft mit euch gemeinsam zocken. Trupp-Arena-Kämpfe, Flott-Arena-Kämpfe werden wieder gemeinsam machen. Und wenn die Eroberung startet, werden wir die auch gemeinsam zocken. Solche Dinge, Events, weiß nicht so genau, was da gerade am Laufen ist. Aber auch da werden wir wieder ein paar Sachen machen. Vielleicht hier mit Klonsoldaten. Ich habe ein gutes Klonsoldatenteam. Da können wir vielleicht die Hoth-Druiden machen gemeinsam. Mal schauen, was wir da in den nächsten Episoden so machen. Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Nochmal vielen, vielen lieben Dank für eure Geduld. Irgendwann mal in naher Zukunft werde ich ein bisschen genauer ausführen, was denn so genau passiert ist. Aber momentan fühle ich mich nicht danach, alles zu erzählen. Aber ich hoffe, ihr könnt ein bisschen nachvollziehen, warum ich jetzt erstmal keine Videos gemacht habe. Aber es kommen auf jeden Fall wieder mehr die nächsten Tage. Vielen, vielen lieben Dank, Freunde, dass ihr noch alle mit dabei seid. Und hoffentlich bis zur nächsten Episode, wenn es wieder heißt, möge die Macht der Separatisten und Symbionten mit euch sein.